vorstellen steht, Mikrofon funktioniert. Also 15 Minuten, bitte. Ja. Halten Sie sich nicht zurück bei mir. Okay, ja, ich werde Halbzeit anzeigen, ja. Wenn es 5 Minuten dauert und dann Vollzeit. Alle da schwitzen. Okay, ich glaube, wir starten. Sie sind jetzt alle sonnengetränkt und hoffentlich jetzt auch getränkt mit Speisen und sind jetzt natürlich im Verdauungsprozess und da müssen wir Sie natürlich jetzt ein bisschen aufwirbeln, um Sie da mitzunehmen mit dem Thema Partizipation entwerfen. Ein Riesenthema, wissen wir alle. Und wir haben da jetzt einen ganz bunt gemischten Strauß und wir haben uns schon ein bisschen unterhalten, wir drei, und stellten fest, dass wir alle irgendwann einmal in Hannover waren. Ich zu meiner Person, Christian Wertmann, bin Professor für Landschaftsarchitektur und Entwerfen in Hannover und habe jetzt diese Ehre, dieses Panel zu moderieren. Und was ich jetzt toll finde, als Moderator darf ich auch noch eine kleine Präsentation machen. Ich werde mich da natürlich ein bisschen kürzer halten als die anderen die präsentieren. Möchte dann die Sandra Lenzholzer vorstellen, auch Landschaftsarchitektin und Professor in Wacheningen und ist ein Spezialist in, kann man so nennen, Klimadesign und wird dazu auch ein bisschen was erklären. Und dann haben wir den Felix Remter, der Umweltanthropologe ist und zurzeit in München lehrt und aber, wie ich schon gesagt hatte, schon mal in Hannover Landschaftsarchitektur studiert hatte. Sie haben also dann letztendlich schon eine Gruppe von Landschaftsarchitekten da vorne stehen. Nur bei Herrn Remter ist das Tolle, er ist jetzt einer dieser Crossovers, die der Ferdinand Ludwig vorher erwähnt hatte, der eben dann noch in die andere Richtung gegangen ist, in die Anthropologie und Ethnographie und wird dann über Partizipation von nichtmenschlichen Stadtakteuren reden. Und dann werden wir das relativ schnell fürs Publikum öffnen. Ich selbst forsche seit etwa 10 Jahren in Lateinamerika und nehme Sie da jetzt kurz mal ganz kurz mit, um so auch ein paar Fragen aufzuwerfen, die dann über den europäischen Raum hinausgehen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch kurz zu der Gesamtdiskussion etwas hinzufügen über diese Narrative des Anthropozäns, die man in natürlich jetzt vielen Büchern findet. Und da gibt es einen Robert Nixon, das ist ein Literat, der sagt, aus dieser Narrative fehlt etwas. Und zwar, wir reden sehr viel darüber, natürlich über diese Hockeykurven, die im Anthropozän der Beleg dafür sind, dass wir die Welt verändern, ob das jetzt CO2-Ausstoß ist oder Artensterben oder Düngemittelanstieg. Wir müssen das unbedingt verbinden mit einer anderen Bewegung, die auf dem Planeten ist und das ist die große Ungleichheitsbewegung, die Ökonomen feststellen. Piketty ist ja das Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben, ganz klar seit 40 Jahren extreme Ungleichheiten auf diesem Planeten. Und wir wissen alle, dass die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels, die ärmsten Schichten am härtesten treffen. Also letzter Bericht war, 90% aller Todesfälle, die durch Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen ausgelöst wurden, sind in einkommensschwachen Gebieten. Also da haben wir die direkte Verbindung. Er sagt also, the global environmental crisis and the inequality crisis are joined at the hip. Und meiner Meinung nach muss man diese Situation im Zusammenhang sehen. Man kann nicht nur über Natur und Kulturen reden, wenn man diese, also diese letzte Oxfam-Hochrechnung, dass 8 Menschen auf der Welt zu besitzen, so viel besitzen wie die ärmere Hälfte des Planeten, 3,6 Milliarden. Also das hat es noch nie auf diesem Planeten in dem Ausmaß gegeben. Gut, ich sollte ein bisschen über diese städtebaulichen Entwicklungen in Lateinamerika, aber auch weltweit reden und ihre Dynamiken. Es geht ja um Partizipation und die größte Partizipation ist eigentlich, wenn man seine Stadt selbst baut. Und das passiert im großen Maße auf dieser Welt. Es ist eigentlich die dominante Urbanisierungsform. Und natürlich hat man im Kopf, dass das da vielleicht so aussieht. Das ist jetzt in Kolumbien. Diese Häuser sind jetzt noch nicht so alt. Aber es kann genauso so aussehen.
nach einigen Jahrzehnten. Das ist jetzt ein Urban Village in China. Also es gibt nicht den Slum, wie es die UN nennt und wie ich es ablehne, es zu nennen. Denn es ist ein abschätziger Begriff. Wir sagen meistens informell gebaute Siedlungen oder Städte, die natürlich jetzt so wie in China da 14-geschossige Gebäude hinstellen mit Bauunternehmen und so weiter. Dass die natürlich nicht alle Sicherheitscodes einhalten, ist auch wieder klar. Aber das Bild der informellen Stadt ist absolut breit. Nach UN Habitat leben ja irgendwie da 900 Millionen Menschen in informellen Siedlungen oder Slums und die sehen völlig unterschiedlich aus. Und die Dynamiken sind völlig unterschiedlich, die Selbstorganisationen sind sehr unterschiedlich, also es gibt da viele Kulturen. Und wenn man jetzt mal guckt, also wir wissen alle, Urbanisierung 6,5 Milliarden in 2050, jetzt 1 Milliarde leben in diesen Siedlungen. Und wir wissen im Moment nicht, was die Hochrechnungen sind. UN Habitat hat aufgehört, versuchen zu berechnen, wie viele Menschen des Urbanisierungsprozesses zukünftig in informell gebauten Siedlungen oder sogenannten Slums leben werden. Diese Zahlen gab es noch um 2000, da hieß es 3 Milliarden 2050. Inzwischen gibt es keine Zahlen mehr. Und wir vermuten, dass da auch ein politisches Kalkül dahinter steckt. Es können auch 3 Milliarden sein, wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es dieses Hauptwachstum der Städte natürlich in Asien und Afrika passieren wird. Das ist dann diese Hockeykurven sind da am ausgeprägtesten, weil es bei uns da ja relativ ruhig zugeht, selbst in Lateinamerika nur noch geringes Wachstum. Wenn man jetzt mal guckt, was wir für Planungskapazitäten weltweit haben, das sind so Zahlen, also es gibt in Großbritannien kommen 38 Planer auf 100.000 Bürger im Land. In Nigeria sind es 1,4 und in Indien 0,23. Also die Ungleichheit, die wir nicht nur im Materiellen haben, existiert auch in der planungsoffiziellen, formalen Planungsintelligenz auf der Welt. Also dass Planer dafür ausgebildet werden, unsere Städte irgendwie zu formen oder besser sich entwickeln zu lassen, ist natürlich dann in diesen Ländern, wo es am meisten wachsen wird, Nigeria wird eines der bevölkerungsreichsten Länder auf der Welt werden in Zukunft, ist die ganz gering ausgeprägt. Also da ist auch ein Gefälle da. Nun führe ich Sie in zwei Beispiele und da geht es jetzt um Partizipation und Politik letztendlich. Und damit werfe ich zwei Fragen auf. Einmal Medellín, Kolumbien, die bekannt dafür ist, als innovativste Stadt der Welt vor ein paar Jahren gekürt worden und die ihre sogenannten Armensiedlungen mit hochmodernen Hochseilbahnen verkehrstechnisch versorgt, die sehr gute Nachrüstungsprogramme haben, Bibliotheken bauen etc., Parks direkt neben sehr früher konfliktträchtigen Siedlungen haben, Museen bauen, die sie anbinden, sehr fortschrittlich sind, die, jetzt kommt's, wächst weiterhin diese Stadt und sie haben keine Rezepte für dieses Wachstum. Wir haben ausgerechnet, dass bis 2030, also in den nächsten 12 Jahren, 60.000 mehr Menschen in diesen Hängen bauen werden. Und die bauen so. Also sie haben vielleicht jetzt ganz gute Rezepte, die Stadt umzubauen, aber für dieses Wachstum, selbst in einer Stadt in Medellin, wo fantastische Planer und Architekten sind, haben sie keine Rezepte für dieses Wachstum. Und 200.000 Menschen, die dort leben, sind im Moment von Erdrutschen gefährdet. Das sind meistens Menschen in selbstgebauten Siedlungen. Also diese Verbindung, Klimawandel, erhöhte Starkregenereignisse, mehr Erdrutsche, größeres Gefälle zwischen Arm und Reich, Leute, die sich kein Haus leisten können, die sich dann ihre Wohnung verlassen müssen in Medellin, Kolumbien, Bürgerkrieg, sind die meisten Flüchtlinge. Bleibt nichts anderes übrig, als in den Hängen zu bauen, wo keiner bauen will, weil sie erdrutschgefährdet sind. Die werden jetzt teilweise zwangsumgesiedelt, aber man weiß, dass man nicht 200.000 Menschen zwangsumsiedeln kann. Das funktioniert nicht. Wir haben dann mal so ein Projekt gemacht mit einem Think Tank vor Ort, Urbam, und was es Alternativen sein könnte. Wir haben dazu, springt nicht nach vorne, jetzt springt er. Aha, er mag nicht. Gucken wir mal von Hand, jawohl. Wir haben dann mit ganz vielen Bürgern vor Ort gesprochen. Es gibt Bürgerorganisationen, Initiativen und so weiter. Es gibt Theatergruppenvereine für ältere Personen, die sind sehr gut organisiert. Es gibt auch einen Herrn, der Bäume pflanzt
und die Hänge sicherer machen will. Und vor allem diese Menschen wollen dort oben wohnen bleiben. Sie wollen nicht weg. Sie wissen, dass es dort riskant ist. Wir hatten dann Alternativszenarien entwickelt, 4 oder 5 Pilotprojekte, wie man die Hänge besser stabilisieren könnte, wie man vor Erdrutschrisiken warnen könnte, wie man auch gewisse Einkommensmöglichkeiten wieder schaffen würde, und haben das auf sehr sanfte Art vorgeschlagen. Wir waren von der Stadt beauftragt, vom Bürgermeister. Und das Ende vom Lied war, dass der Bürgermeister an diesen sehr sanften, weichen Methoden nicht so interessiert war. Er wollte eine Ringbahn bauen in den Hängen von Medellin. Die hatten irgendwie 160 Millionen Dollar, also die Stadt ist nicht arm, und wollte diese Ringbahn bauen, und damals ging unser Projekt nicht mehr weiter. Also es war dann, der Bürgermeister wollte etwas Profilträchtiges setzen. Zweite Geschichte. Aha, der mag meine PowerPoint nicht so. So. Wir gehen nach Haiti, völlig andere Nummer, wesentlich ärmeres Land. 2010 war dieses entsetzliche Erdbeben, 80% der Menschen, der Gebäude in Port-au-Prince, Haiti wurde zerstört. Ich glaube, Sie müssen drauf drücken. 680.000 lebten in Zelten. 2011 die sogenannte International Community hatte ein Jahr nach dem Erdbeben noch kein einzig neues Haus gebaut, obwohl 1 Milliarde Dollar versprochen waren. Nächstes bitte. Dann waren wir hinzugezogen, auch mal so eine Modellsiedlung zu entwickeln. Da sehen Sie Bill Clinton und dem damaligen Präsidenten Martelli, wie sie den Grundstein für eine neue Siedlung legen. Am selben Tag, wie dieser Grundstein gelegt wurde, hielten wir eine Präsentation, dass diese Siedlung, bitte als nächstes, die stellen sich natürlich so etwas vor, schöne neue Häuschen. Nächstes, dass diese Siedlung in einem Überflutungsgebiet lag. Und zwar direkt in der Hurricane Alley, also da am Meer. Und es gab auch schon Karten, die schon früher gemacht wurden, die, Sie sehen, dieses Dunkelblau heißt, ja, relativ riskant. Was heißt relativ riskant? Alle 10 Jahre überflutet. Und es wurde dann auch tatsächlich gebaut, und es waren nur 400 Häuser, 86.000 waren obdachlos, 400 Häuser. Das war auch dann in den Magazinen. Die Häuser wurden übrigens ohne Abwasser und Trinkwasser gebaut. Es ging darum, diese Häuser hinzustellen und ein schönes Foto zu machen. Sie sehen da die Siedlung. Nächstes. Gleichzeitig, wie wir, das sind diese, die haben da aufgeschüttet, und jetzt sieht man schon das stehende Wasser, das nicht weg kann an dieser Stelle. Nächstes. In derselben Zeit, 2011, entstand eine neue Siedlung, 14 Kilometer weg vom Stadtzentrum. Damals waren es etwa 30.000 Menschen, die da anfingen, ihre eigenen Häuser zu bauen. 30.000 gegen 400 Häuser. Die haben dieses Gelände besetzt, die haben ihre eigenen Häuser gebaut, sie nannten es Kanaan, das Land, das gelobte Land. Und inzwischen, nächstes bitte, ist Kanaan eine der größten Städte von Haiti. Dritte, viertgrößte Stadt, so etwas. Also das war vor der Geländebesetzung, da gab es 2 Flüchtlingscamps. Nächstes. Das ist heute. Also er streckt sich von da bis dahinter. Und wir hatten dann angefangen mit Regine Keller und der TU München und Johann-Christian Hannemann, ich weiß nicht, ob er da ist, da hinten ist er, der könnte da viel mehr erzählen, an dieser Siedlung zu arbeiten, weil wir gesagt haben, da muss man dran arbeiten. Forget die paar 400 Häuser von irgendwelchen NGOs, die da schöne Fotos machen wollen, sondern wir müssen den Leuten beim Selbstbauen helfen. Und dann gingen Studierende der TU hin, ohne Fördergelder, und halfen damit in der Urbanisierung. Johann-Christian Hannemann könnte Ihnen einen 2-stündigen Vortrag halten, der steht da hinten mit dem Bart. Der ist die tragende Persönlichkeit von dem Ganzen, der weiß alles. Und für mich dient dieser Fall immer dazu, dass wir eigentlich anders denken müssen, anders vorgehen müssen, was Partizipation heißt. Und nächstes bitte, damit möchte ich auch schon schließen. Also so sieht diese Stadt, das ist vor ein paar Jahren aufgenommen, die Leute fangen an, selbst zu pflanzen. Nächstes bitte. Und das sind die Arbeiten so, da sehen Sie einen Johann-Christian rechts im Bild. Nächstes bitte. Und die Frage ist, was jetzt mit dieser Beteiligung und der Politik, wenn wir zum Schluss kommen, als letztes. Also in beiden Fällen waren irgendwie so, das haben unsere politischen Führer so im Kopf.
wie die neuen Städte aussehen sollen. Und es funktioniert überhaupt nicht. Man muss völlig umdenken. Und nächstes bitte. Und ich weiß noch nicht, wie man dahin kommt, dass man sagt, es muss ein wesentlich bescheideneres Modell sein. Es muss ein wesentliches Modell sein, das die Bürger tief mit einbezieht im Bauen. Die wollen das ja bauen. Und in bessere Bahnen zu lenken. Und wie man zu diesem Modell kommt, dass das, die das auch in den Köpfen haben, da stehe ich noch vor einem Rätsel. Vielen Dank. Hat es von der Zeit gepasst? Okay, ja, perfekt. Darf ich das da herlegen und den Computer ein bisschen rüberschieben? Ja. Danke. Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Also ich will jetzt auch nochmal diesen Naturen-Kulturen-Hammer schwingen, aber obwohl ich Landschaftsarchitektur auch mal studiert habe, will ich eigentlich einen umso anthropologischeren Vortrag halten, wo ich versuchen will, wirklich diese Hintergründe, warum aus der Kulturanthropologie eigentlich heute solche Fragen gestellt werden, wie wir sie gestern Abend und jetzt auch im ersten Panel schon gehört haben, wo das auch herkommt, dass wir die so stellen. Genau. Und Ignacio hatte das ja schon, genau, ich habe drei Teile. Ich will erst ein bisschen einleiten, auch aus welcher Perspektive wir in dem Projekt jetzt auf die Stadt geschaut haben. Dann ein bisschen diese Hintergründe erklären eben und am Ende Ihnen ein Projekt vorstellen, das wir zusammen mit Architekturstudierenden entwickelt haben, wo wir wirklich versucht haben, diesen Dingen gerecht zu werden und sehr experimentell eben versucht haben, genau solche Fragen auch mal umzusetzen. Ignacio hatte schon erwähnt, dass ich ja nicht nur Ethnologe bin, sondern tatsächlich auch Imker und hier in München Bienen habe seit einigen Jahren und auch diese ganzen Debatten sehr genau verfolgt habe. Im Übrigen auch spielt das eine große Rolle in meiner Doktorarbeit. Und es ist tatsächlich so, das hat er auch erwähnt, dass Honigbienen in der Stadt einfach viel bessere Lebensbedingungen und Überlebenschancen haben als auf dem Land und mehr Honig produzieren und mit dem von dem Wärmeinsel-Effekt sehr gut profitieren. Und im Winter, weil es wärmer ist, weniger Futter verbrauchen zum Beispiel. Und weil die Bedingungen so gut sind, ist die Bienendichte, die Honigbienendichte in der Stadt aber auch 10-mal so hoch, wie sie eigentlich im Wald wäre, wenn da eine wildlebende Population sich so ausbreiten würde. Und das sorgt natürlich auch für Konflikte. Es gibt Konkurrenz zwischen den Imkerinnen, zwischen den Honigbienen. Es wird auch untersucht, ob Honigbienen tatsächlich eine bedrohliche Konkurrenz für andere, viel bedrohtere Bestäuberarten darstellen. Und so eine hohe Dichte sorgt auch immer dafür, dass es zu gegenseitigen Ansteckungen von Krankheiten kommt und das Veterinäramt ist da sehr am Beobachten immer. Und ich meine, all das, wenn ich mir das so durchdenke, dann sind es für mich Urbanisierungsphänomene. Ja, diese Dichte, dieser Zuzug in die Stadt und da sind die Bienen ja auch nicht die einzigen, ja. Weil München bietet eine außerordentlich hohe Strukturvielfalt und damit Wohnraum und reiches Nahrungsangebot für diverse Tiere, von Mikroben über Wirbellosen bis zu uns Menschen. Und interessant dabei ist, dass viele Tiere, die München dem Umland vorziehen, nicht nur ihre Alltagspraktiken ans städtische Leben anpassen, so wie wir auch, sondern beginnen, sich die Stadt aktiv anzueignen und sie zu verändern. Und nehmen wir mal das Bild. Und ich will da jetzt mal aus der Vogelperspektive draufschauen, weil ich weiß, dass die Landschaftsarchitekten die sehr gerne mögen. Wenn ich zum Beispiel mir Singvögel anschaue, die ihren Gesang nicht mehr ans Tageslicht, sondern an die Lärmbelastung anpassen, weil sie sich nachts eben einfach besser hören. Oder Zugvögel ihre Routen nach Städten ausrichten oder vielleicht sogar einfach da bleiben und gar nicht mehr migrieren, weil es in der Stadt wärmer ist und auch die Nahrung da bleibt. Oder Spechte, das Bild kennen Sie jetzt auch von unserem Konferenzlogo, diese Wärmeverbunddämmungen zu Ihrem Wohnraum machen. Dann sind das solche Beispiele der Aneignung und Veränderung. Aber
Und da möchte ich jetzt auch an Christian nochmal anschließen. Es gibt auch all die informellen Architekturen in der Stadt. Ja, und sei es von diesen Vögeln, die irgendwo ihre Nester bauen, sei es jetzt vor allem in dem Sommer hier, die ganzen Wespen und Hornissen, die wirklich auch auf die Balkone gehen und überall anfangen, selber ihre Nester in die Architektur reinzubauen, in die städtische Landschaft. Oder eben auch die Biber, die mitten in Städten mittlerweile wieder die Möglichkeit finden, dort Dämme zu bauen oder zumindest es zu versuchen und sehr gezielt Bäume fällen, auch wenn es dann nicht zum Damm wirklich kommt, aber dadurch natürlich die grüne Infrastruktur selber anfangen mitzugestalten. Ja. Genau, und das sind Beispiele für diese Verwicklungen, in die wir Menschen, aber auch die Tiere, die in die Städte kommen, eben miteinander auch in Konflikte geraten, so wie das auch hier wahrscheinlich ein gutes Beispiel ist. Das ist nicht immer einfach, Menschen haben Angst, aber die Tiere haben auch Angst und irgendwie versucht man miteinander auszukommen und da Wege zu finden. Ja. Genau, aber jetzt... Was sagt uns jetzt? Also wir könnten uns das jetzt ansehen und feststellen, ja, die Natur, die dringt in unsere Städte vor, während sie da draußen, wo sie eigentlich hingehört, vor die Hunde geht. Und jetzt, wo sie da ist, weigert sie sich auch noch, einfach nur schick auszusehen oder eben jene Dienstleistungen, von denen wir ja auch schon gehört haben, für die wir sie heute ja auch umso dringender brauchen, zuverlässig zu liefern. Aber genau das möchte ich hier nicht, sondern ich will einen ganz anderen Vorschlag und auch eine ganz andere Problematisierung machen. Und die... und darum geht es uns ja auch heute, Potenzial für die zukünftigen Gestaltungsprozesse einer Stadt wie München hat. Und ich möchte hieraus jetzt aber gerne zunächst zwei Dinge festhalten. Und zwar erstens, Urbanisierung ist kein rein anthropogener Prozess und kann also auch nicht als solcher mit den bisherigen anthropologischen, soziologischen oder geografischen Methoden verstanden werden. Und zweitens und andersrum, ist die nichtmenschliche Urbanisierung kein natürliches Phänomen und kann nicht mit den rein ökologischen, verhaltensbiologischen oder messtechnischen Methoden verstanden werden. Und in dieser Gegenüberstellung wird wieder deutlich, dass eine der zentralen Grundannahmen der Moderne, dass eine methodische Trennung des kulturellen, vernunftbegabten und sich selbstbewussten Menschen von einer ihm außenstehenden Natur, die durch ihn quasi von außen und dadurch erst objektiv betrachtet werden kann, dass diese moderne Grundannahme nicht hilfreich ist, um Prozesse wie den aktuellen Klimawandel, anthropogene Biodiversitätsverschiebungen und selbstverständlich auch die Urbanisierung so zu verstehen, dass wir angemessen handeln können. Es geht mir in diesem Input also auch um eine Auseinandersetzung mit der Moderne und ihren Kategorien. Und das Schöne ist jetzt, dass sowohl Sie in der Landschaftsarchitektur und der Stadtplanung, als auch wir aus der Sozial- und Kulturanthropologie, und da mache ich jetzt auch mal so eine kategorische Trennung, eine sehr intensive Auseinandersetzung geführt haben mit dem, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Moderne bzw. Modernismus zunehmend in die Kritik geraten war. Genau, und in beiden Auseinandersetzungen ging es, und darauf möchte ich auch hinaus, um Teilhabe, um Demokratisierung, also um Partizipation. Und ich denke, das, was damals tatsächlich sehr erfolgreich war, für uns heute, wo wir mit ganz neuen Problemen zu ringen haben, doch sehr inspirierend sein könnte, und ich möchte also noch mal kurz auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Auseinandersetzungen eingehen, um zu sehen, was wir daraus für ein heute zeitgemäßes partizipatives Design lernen können. Im Modernismus, im Städtebau, das ist ja auch schon gefallen heute, der Modernismus im Städtebau, der stand für Rationalität, für Funktionalität in einer auf Wirtschaftlichkeit auszurichtenden Gesellschaft und ist auch für seine Tabula Rasa, Neubau, Siedlungen und die autogerechte Stadt berüchtigt. Und dass Städtebau bei uns heute nicht mehr so abläuft, haben wir auch dem starken Widerstand zu verdanken, der damals aus engagierter Bürgerschaft und auch aus Teilen der Wissenschaft aufgekommen war. Am bekanntesten ist hier sicher die Geschichte von Jane Jacobs und Robert Moses, in der die Journalistin Jane Jacobs eine Bewegung anführte, die im New York der 60er den von Moses geplanten Abriss eines ganzen Stadtteils zu verhindern wusste. Ihm ging es um das Ausreißen von Krebszellen, weil so nannte er Slums, das Slum vielleicht sogar noch ganz freundlich. Ihr ging es um ein langsames Verbessern der Lebensbedingungen und eine Umgestaltung der ärmeren Viertel unter Einbeziehung ihrer Bewohnerinnen.
Nach Jacobs konnten Städte nur lebenswert sein, wenn sie wachsen durften, und zwar bottom-up. Die Bürgerinnen aktiv die Planung und die Gestaltung ihres Lebensraums aus ihrem Alltag heraus mitprägen. Es gab natürlich auch viele andere Autorinnen und Aktivistinnen, die in den Jahren darauf diesen Kampf im euroamerikanischen Raum führten und auch auf anderen Kontinenten. Die Frage, wem gehört die Stadt, das Recht auf Stadt, gehörten zu den politischen Auseinandersetzungen um diese soziale Frage, die in der Zeit ja auch so wichtig war. Und es ist auch bekannt, dass damals die Sozialwissenschaften diese Prozesse intensiv beobachteten und vor allem auch herausgearbeitet haben, dass technische Infrastrukturen und Stadtgestaltung nie einfach nur funktional und politisch neutral waren, sondern gerne top-down die Machtstrukturen ihrer jeweiligen Zeit reproduzierten. Der öffentliche Raum spielte hier eine wichtige Rolle, da er schließlich der Öffentlichkeit zu gehören und den demokratischen Raum für Versammlung und Protest und freie Meinungsäußerung zu bieten hatte. Das Recht auf Stadt und die Möglichkeit der Teilhabe an Planungsprozessen hat allerdings eine notwendige Bedingung. Und das ist die Fähigkeit, sich adäquat zu äußern. Heute haben wir es nicht mehr nur mit der sozialen Frage oder dem Social Turn, wie Regine das ja gestern und hier heute Morgen ja auch betont hat, sondern vor allem mit einer ökologischen Krise und extremen Biodiversitätsverschiebungen. Und die greifen auch ineinander natürlich, wie wir das auch gerade von Christian gehört hatten. Und dadurch stellt sich die Frage, wem gehört die Stadt, doch etwas anders. Ich will da jetzt mal ein Gedankenexperiment wagen. Und zwar nehmen wir wieder den Stadtbaum, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben. Auf welcher erkenntnistheoretischen Basis können wir sagen, dass die braunen Blätter einer Rosskastanie im Sommer oder das ständige Werfen von Ästen einer Robinie nicht ihrem Äußerungsrepertoire entsprechen? Und sie damit sagen, ich bin gegen die Versiegelung und die Treibhausgasemissionen, die zu Hitze und Trockenstress führen. Oder die Kastanie, ich bin gegen die aus dem Balkan migrierte Miniermotte, beziehungsweise fühle ich mich mit den Konflikten, die daraus resultieren, irgendwie alleine gelassen. Und das will ich kundtun. Wenn der Stadtplatz ein Ort der Versammlung und ein Ort für politische Äußerungen in einer Demokratie ist, könnte es dann aus heutiger Perspektive Sinn machen, die Äußerungen von Stadtbäumen als ihre politische Stimme und auch ihre Meinung zum architektonischen Entwurf hörbar zu machen, zu äußern oder zur Globalisierung und diese Stimme als eine politische anzuerkennen. Das käme den meisten doch eher seltsam vor, da Bäume schließlich nicht wirklich sprechen oder diskutieren können oder sich auf Kompromisse einlassen. Ja, aber wir hatten das gestern, es ging um diese urbanen Cosmopolitics, um dieses Mehrkammersystem, da machen sich Leute wirklich Gedanken drüber, wie kann man das jetzt eigentlich denken, ja, weil wir sehen ja die Probleme so. Ja. Naja, aber oder stoßen wir hier doch an unsere modernen Grenzen, wenn ein Tier, geschweige denn eine Pflanze, zu einer politischen Äußerung befähigt wird? Und mit den Fragen, wer spricht für wen, wer kann sprechen überhaupt oder ganz allgemein gesagt der Analyse von Machtstrukturen im Denken, sind wir mitten im Kern der Kultur- und Sozialanthropologie. Weil hier wurde in der gleichen Zeit ebenfalls eine intensive Auseinandersetzung mit den Grundannahmen und damaligen Forschungspraktiken des Faches geführt. Heute spricht man gar von der Krise der Ethnologie, wie das Fach ja auch genannt wird. Und hier kam einiges zusammen. Die Kolonien riefen in oft gewalttätigen Auseinandersetzungen ihre Unabhängigkeit aus und die Verwicklung der Kultur- und Sozialanthropologie in den Kolonialismus wurde aufgearbeitet. In dieser als postkolonial bezeichneten Wende ging es zunächst um die Aufarbeitung von kolonialem Gräuel, aber es ging auch darum, wie unsere erkenntnistheoretischen Grundlagen, also genau genommen die Annahme, wie Wissen über andere produziert werden kann und sollte, eben ein System wie den Kolonialismus ermöglicht und reproduziert hatte. Problematisiert wurden also Machtstrukturen, die dem modernen Wissen selbst eingeschrieben waren und sich durch dieses Wissen auswirkten. Und das wurde ja auch gestern schon besprochen, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Kategorien selbst beginnen müssen, wenn wir die Bezugsweisen von Menschen zu ihren Umwelten verändern möchten. Und zu diesen Kategorien zählt auch die moderne Dichotomie, die bereits jetzt oft angesprochen wurde, und zwar die Trennung von Natur und Kultur. Und mit der gehen natürlich andere Dichotomien einher, ja, also Körper-Geist wäre so ein großer Klassiker der Aufklärung, ja, René Descartes, der sagt hier, der Mensch, der hat diesen Geist und der ganze Rest eigentlich nicht. Ja. Und Natur, Technik, Stadt, Land, Objekt, Subjekt oder Objektivität, Subjektivität und so weiter. Ja.
aber auch die Gegenüberstellung von wissenschaftlichem bzw. Expertenwissen auf der einen Seite und Alltags- und Laienwissen sind sehr machtvoll, wenn es um die Frage geht, wer mit welcher Legitimation über was sprechen kann. Die Fähigkeit, innerhalb der modernen Logiken für sich selbst zu sprechen, die kann nicht vorausgesetzt werden. Und im Zuge der postkolonialen Wende und der Entwicklung partizipativer Forschungsansätze wurde also aus der Kulturanthropologie heraus die Frage gestellt, damals, can the subaltern speak, können die Unterdrückten selber eine Stimme haben überhaupt in diesen modernen Diskursen? Ja. Vor allem, wenn es innerhalb von kolonialen, rassistischen, sexistischen Zusammenhängen ist, können die sich da äußern. Weil die anerkannte Sprache, die entfaltet ihre Wirkmacht durch die in der Moderne so wesentliche eindeutige Klassifizierung, und das hatten wir ja auch vorhin schon. Etwa wenn ein Lebewesen einer bestimmten Rasse, einer Kaste, einem Geschlecht, den Wirbellosen oder Warmblütern der Natur oder der Kultur zugeordnet wird und damit bestimmte Umgangsformen nahegelegt und moralisch legitimiert werden. Aus diesem Interesse heraus wurden auch die Lebens- und Ingenieurswissenschaften zu einem Forschungsgegenstand der Sozial- und Kulturwissenschaft. Man untersuchte auch die Wirkweise moderner Vornamen in der wissenschaftlichen Praxis, im Feld, in Laboren oder in technischen Infrastrukturen wie Verkehrs- und Versorgungsnetzwerken. Und hier rückte der Begriff der Natur ebenfalls häufig in den Fokus, was wurde als natürlich und was als unnatürlich bzw. zu Menschen gehörend bezeichnet. Ich will da nochmal kurz auf den Baum zurückkommen. Ich meine, wir haben das gestern auch versucht durchzuspielen mit Mensch, Affe und Goldfisch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, wie solche Kategorien greifen. Aber ich schaue es mir beim Stadtbaum nochmal an. Also wenn diese zuerst, so ein Stadtbaum, ja, wie der jetzt da draußen steht, wenn der zuerst veredelt wurde, das heißt so wurzeloptimierter Baum mit kronenoptimiertem Baum aufeinander gepfropft und dann wird er in der Baumschule öfter umgesetzt und jedes Mal werden die Wurzeln zurückgeschnitten, damit er so ein richtig kompaktes Wurzelknoll-Ding da unten bekommt, weil in der Stadt ist so wenig Platz für Wurzeln natürlich im Boden. Und dann auch noch konstant Pflege von Seiten vom Gartenbauamt läuft. Ist es dann eigentlich jetzt Natur oder ist es doch ein technisches Artefakt? Und je nachdem, wie hier entschieden wird, stellt sich die Frage nach ihrer Rolle in der Stadtgesellschaft anders. Jetzt können wir uns ja aber auch überlegen, ob das heute überhaupt noch die richtige Frage ist, mit Technik auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite. Denn der Fokus richtet sich, ob das die richtige Frage ist, Natur oder Technik. Oder ob wir nicht lieber mit neuen Bezugsweisen experimentieren sollten, und zwar in Designprozessen im öffentlichen Raum. Aber bevor ich dazu komme, fehlt mir noch ein letzter Punkt, und zwar die Forschungsmethodik. Weil auf diese Analyse der Wirkmacht moderner Dichotomien folgte auch eine Revision der ethnografischen Methoden. Und analog zum Städtebau wurden Stimmen laut, dass Wissen nur in Kooperation mit den Erforschten gewonnen werden und diesen auch zugutekommen sollte. Das sind ja auch die Beispiele jetzt aus Medellin gewesen. Die Erforschung anderer Kulturen sollte dialogischer werden und eine dichte Teilnahme sollte das Beobachten ersetzen. Und dazu gehörte es, in die Erfahrungswelten der Erforschten ganz und gar einzutauchen und ethnografische Beschreibungen, aber auch theoretische Überlegungen auf diesen Boden der gemeinsamen Erfahrung zu stellen. Denn der Fokus richtet sich damit auch auf andere nicht sprachlich verfasste und auch schwer beobachtbare Wissensformen, wie verkörperliches Wissen oder multisensorisches Wissen, indigenes oder eben auch nichtmenschliches Wissen. Und hier gibt es nun wieder eine wichtige Parallele zu den klassischen Analysemethoden der Landschaftsarchitektur. Genau, ich habe hier noch dieses Bild, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das hier einbauen wollte. Ich lasse es einfach mal stehen. Sie können es mal auf sich wirken lassen. Also eine Gemeinsamkeit des Modernismus und auch des Strukturalismus in der Architektur ist, dass man sehr gerne schaut und das am liebsten von oben. Ich bin ein bisschen polemisch, verzeihen Sie mir das. Der Sehsinn, und darum geht es mir, ist in der modernen Hierarchie der Sinne, derjenige, der am stärksten mit unmittelbarer Erkenntnis und Wahrheit verknüpft ist. Andere niedere Sinne, die eher eine Tendenz in Richtung Gefühl zeigen, die galten lange als subjektiv und störend für einen objektiven Zugang zur Welt, der den aufgeklärten, vernünftigen, rationalen, also den modernen Menschen zur Wissenschaft befähigen würde. Von außen zu beobachten wurde aus Gründen der Objektivität einer situierten, fühlenden Interaktion und damit dem praktischen Wissen vorgezogen. Und dieser View from Nowhere oder God-Trick, wie die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway, wir hatten sie schon, die es recht treffend formuliert hat,
der bringt selbstverständlich eine sehr besondere Form des Wissens hervor, das gereinigt sein will von der unmittelbaren, situierten und subjektiven Erfahrung unserer Umwelt. Und diese Epistemologie, also diese Theorie über die Möglichkeit des Wissens, hatte weite Bereiche menschlicher Erfahrung und situierten praktischen Wissens methodisch ausgeklammert. Und hier wird es nun besonders spannend, denn dies gilt in vergleichbarem Umfang für die klassischen Analysemethoden, die in der Landschaftsarchitektur zum Entwurfsprozess, dem Entwurfsprozess vorausgehen und die sich häufig nicht mit den alltäglichen multisensorischen Raumerfahrungen von Menschen und Nichtmenschen decken. Das Bild ist es aus einem, habe ich aus einem Artikel von Donna Haraway, ich glaube, so ist es drin gelandet. Ja. Gut, also mit diesen Einsichten im Gepäck haben wir nun aber auch versucht, wir im Projekt auch versucht zu ergründen, wie jetzt alternative Design- bzw. Entwurfsprozesse entwickelt werden können, in denen ein anderes Wissen durch andere Methoden und dadurch auch daraus auch ganz neue Kooperationen jenseits der klassischen Bezugsweisen wie Ornament, Dienstleistung oder Naturschutz entstehen können. Und das wichtigste Instrument hierbei wurde für uns die Krise. Jetzt komme ich zum letzten Teil. Ja. Die Krise des Modernismus, Krise der Ethnologie, Umweltkrise, all diese Krisen hatten immer auch ein Potenzial. Stabilisiert geglaubte Prämissen noch einmal zu überprüfen und mit Alternativen zu experimentieren. Und diese beiden Seiten, die gehören zusammen. Und das Krisenhafte ist vielleicht gerade die Erfahrung, wenn Verlässlichkeiten und sichere Ansichten plötzlich zur Disposition stehen und verhandelbar werden. Und das ist das eigentliche Gefühl der Krise und auch ihr Potenzial. Und Ignacio Farias und sein Kollege Thomas Sanchez Criado, die auch mit Regine Keller eng zusammengearbeitet hatten, schon bevor ich ans MCTS gekommen war, die hatten eine Seminarreihe entwickelt für die Architektur, die sie Design in Crisis genannt hatten. Und ich bin quasi zum dritten Teil dieser Design in Crisis Reihe dann dazugestoßen und wir haben einen gemeinsamen Kurs entwickelt, der hieß Design in Crisis Sensing Like an Animal, wo wir mit Architekturstudierenden hier an der Uni so einen richtig großen Kurs gemacht haben, 12 ECTS-Punkte, wobei das ist, glaube ich, in der Architektur auch normal. Genau, mit diesem Titel Design in Crisis Sensing Like an Animal. Und warum? Wir hatten schon zuvor mit Studierenden blind Plätze erkundet, Smell und Soundscapes für diese Zeichnen und in den Entwurfsprozess einbeziehen lassen. Aber die Krise, die hatte sich dadurch irgendwie nie so richtig hergestellt und die wollten wir haben in diesem Kurs. Wir wollten die Krise. Ja. Genau. Und ich, wie liege ich denn in der Zeit eigentlich? Sechs Minuten, das ist doch schön. Dann kann ich Ihnen diesen Kurs noch mal kurz vorstellen. Wir haben so begonnen, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal so sensorische Übungen gemeinsam und versuchen uns in die Wahrnehmungswelten der Tiere, wir haben uns da auf Uexküll bezogen, der ja sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie Tiere ihre Umwelt auch symbolisch quasi aufladen. Und das wollten wir denen mal nachtun. Ja? Und zwar auch, damit wir so eine Art De-Learning erzeugen können. Das heißt, wir müssen erstmal wegkommen von diesen Gewohnheiten, die in der Architektur ja auch, das sind Masterstudierende, die sind alle durch den Bachelor gegangen und da hat man schon einen sehr, sehr geschulten Blick und wir wollten den erstmal dem den Teppich unter den Boden wegziehen, den Teppich unter den Füßen wegziehen. Ja, genau. Das erste Tier, das sie bekommen haben, das war die Ameise. Ja, das haben wir so gemacht, dass sie blind waren und sie mussten sich als Kollektiv Strategien ausdenken, und zwar bereits blind, wie sie Orientierung in einem Raum sicherstellen können. Ja, die mussten sozusagen, die hatten eine Homebase und dann mussten sie Dinge finden außerhalb von dieser Homebase, mussten aber selber Strategien entwickeln, wie sie auch wieder zurückfinden können und die wieder zurückbringen können. Und genau, und mussten erstmal lernen, wie läuft man da überhaupt, so dass man sich nicht verletzt und so. Ja. Das sah dann zum Teil so aus. Und diese Regenschirme, das waren immer die Dinge, die sie finden mussten. Das war quasi ihr Baumaterial, sage ich jetzt mal so. Und damit mussten die dann immer noch blind quasi sich irgendwie so eine Art Shelter herstellen. Ja. Das ging dann noch eine ganze Weile weiter. Die haben dann festgestellt, das ist überhaupt nicht sicher hier am Baum. Also wenn jetzt der Winter käme, das würde sich nicht so richtig gut anfühlen. Und dann haben sie sich aufgemacht wieder und haben dann so ein Spiel
Platz, wie nennt man das, so ein Baugerüst, so ein Spielgerüst gefunden und haben dann angefangen, da drunter irgendwie mit ihren Schirmen, alles blind wohlgemerkt. Ja, und die waren dann irgendwann so nach 2-3 Stunden, da waren sie echt drin, so als Kollektiv, sich da rumzubewegen, ohne dass jemand verloren geht und so. Ja. Das war schon eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ja. Genau, das nächste Tier, das war der Hund. Ja, da durfte man dann wieder schauen, aber wir haben geschaut, dass sie eine andere Perspektive reinbringen und die mussten Hunde sehr genau beobachten, wie die sich eigentlich im Raum bewegen und gucken, was haben die so für Strategien, wie können die das selber, wie kann man das nachmachen. Dann haben die diesen, witzigerweise heißt das auch Hund, diese Teile, mit denen man Möbel rumfährt, haben die dann genutzt so und haben geschaut, dann haben sie festgestellt, die Hunde, die laufen immer auf dem Laub, während der Mensch immer auf dem Beton läuft. Das ging dann mit deren neuen Füßen aber nicht so gut auf dem Laub und so. Also die haben sich intensiv mit diesen Böden auseinandersetzen müssen und genau, und hatten auch diese Perspektive. Und dann, als sie da ein bisschen Sicherheit hatten, dann haben wir sie auch ein bisschen in gefährlichere Zonen gelassen und mussten die Ampeln überqueren und so, ja. Und daraufhin haben sie dann Modelle gebaut, ich habe jetzt leider kein Bild hier drin, in denen sie versuchen sollten, wie ein Modell für einen Hund aussehen muss, damit der quasi diesen Raum versteht. So, ja, harte Nuss gewesen. Ja. Das dritte Tier, und das ist auch zentral und das kam auch schon vor, das war der Biber. Und da haben wir erstmal mit dem bayerischen Biberbeauftragten, der kam zu uns, wir haben mit dem so einen Biberdamm inspiziert und sehr genau angeschaut, der hat uns sehr viel erklärt, das war ganz gut. Und dann mussten die selber mal ran, ja, und haben sich damit auseinandergesetzt, wie geht das. Und dann kam der Biberbeauftragte und hat mal diese Dämme inspiziert und gesagt, ja, ist das jetzt ein gescheiter Damm oder nicht, ja. Und wir kamen raus, es kam raus, das ist nicht gut. Also wenn da das Überflutungsgebiet reinkäme, das hätte nicht funktioniert. Das ist der Top-Down-Ansatz, der ist sozusagen auch hier nicht geeignet. Da müsste man mit den Bibern enger zusammenarbeiten. Dadurch, wir waren im Winter, muss man dazu sagen, so richtig gut mit den Bibern zusammenarbeiten konnten wir nicht. Aber wir haben sehr viel über die Anatomie und die Techniken des Bibers gelernt, wie der tatsächlich arbeitet, was für eine Körperlichkeit der eigentlich hat. Und die Studierenden, die mussten dann schauen, können die ihre Körper so modifizieren, dass sie tatsächlich in so ein Biber-Feeling reinkommen. Ja? Also welche Möglichkeiten haben die da? Die haben irre viel dann rumexperimentiert, hatten lauter Materialien dabei und haben gebastelt. Und das war dann irgendwann relativ advanced. Ja? Genau. Und dann haben sie ihre große Aufgabe bekommen, sie sollten die Isar-Renaturierung machen. Aber nicht Sie als Architekten, sondern Sie sollten ein System entwickeln, wie Sie als Architekten mit Bibern auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, da die Biber Expertisen haben in diesem Bereich, die uns nicht zur Verfügung stehen, ganz andere Fähigkeiten haben. Und Sie sollten quasi einen Prozess entwickeln, wie Sie da gemeinsam eine Umstrukturierung herstellen können. Ja. Und das haben die dann auch überlegt, in welchen Gebieten könnte man das gut machen, wo hätten Biber denn überhaupt eine Chance, und haben das immer ausdiskutiert. Aber es war klar, das größte Problem ist, wie kann man denn tatsächlich zusammenarbeiten? Ist das denn überhaupt möglich? Und da kommen wir eben wieder zurück zu diesem Punkt, kann man mit so einem Biber, ja, mit einem Hund, da haben wir so Kommunikationen gelernt vielleicht schon, ja, mit so einem Biber, das ist irgendwie was anderes. Können wir da kommunizieren? Können wir sowas wie einen Konsens finden? Können wir wirklich zusammenarbeiten da? Ja, oder ist das dann fake und wir sagen nur, wir designen eigentlich für die, wir lernen ein bisschen, was brauchen die und dann designen wir für die? Nee, das haben wir verboten. Ja. Das heißt, die mussten da richtig tief rein und was sie dann gemacht haben, die haben Protokolle entwickelt. Die haben sozusagen ein Regelwerk entwickelt, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren kann. Oh, das tut mir leid, das ist ein bisschen unscharf. Aber Sie sehen schon, es geht hier um Ton, weil man kann über Sound mit Bibern zusammenarbeiten. Das haben die herausgefunden, dass in Kanada so gearbeitet wird. Da will man die Biber, wenn die falsch bauen, nicht immer gleich umbringen und so, sondern da hat so ein super Wildtierbiologe hat ein System entwickelt, wo er entweder Lautsprecher aufstellt, die so Plätschergeräusche, irre laute Plätschergeräusche machen und wo Biber ganz wahnsinnig werden und sofort anfangen, da einen riesen Damm drüber zu bauen, weil da ja das Wasser durchkommt scheinbar, das muss repariert werden. Und so haben die gelernt, das bisschen zu steuern, wo der jetzt eigentlich bauen soll. Ja. Das haben die rausgefunden und haben da sozusagen ein Protokoll entwickelt. Ah, so können wir zum Beispiel schon mal kommunizieren. Anderer Weg, Smell, ja genau, meine Zeit ist rum, ich mache es ganz kurz.
Andersrum brauchte man aber natürlich auch was, womit man sagen kann, nee, hier wollen wir Menschen jetzt nicht, dass ihr baut. Ja? Das heißt, und da hat man herausgefunden, man kann über Duftmarker, die auch synthetisch hergestellt werden können, die Biber überhaupt nicht mögen, womit die auch gegenseitig ihre Territorien abstecken, kann man auch andersrum kommunizieren sozusagen. Das haben die auch herausgefunden. Und es war natürlich wichtig, dieser Coworker-Suit hier, das kann ich jetzt sagen, es gibt den Beaver Experience Suit, das ist der, wo man im Fluss eher so mal lernt, welche Sinne brauche ich, um zu verstehen, was hier los ist. Und es gibt den Coworker Suit, weil nicht nur Lautsprecher, sondern auch solche Stämme, die ein lautes Plätschern erzeugen, so Rohre, die kann man dafür nutzen. Und dafür braucht man aber dann eher diese Taucherbrille und diese Rohre, weil man muss dann manchmal auch Wasser da unten durchleiten und so weiter. Ja. Gut, und die haben dann ein richtiges Regelsystem entwickelt. Wie muss man da vorgehen in diesem Co-Design-Prozess und in diesem partizipativen Verfahren? Ja? Und das haben die wirklich sehr weit entwickelt. Und ich hätte jetzt noch ein anderes Beispiel für Sie gehabt, aber das lasse ich jetzt weg und schließe hier und hoffe, dass das jetzt was ist, worüber wir dann gut diskutieren können. Ja? Danke. Okay. Hallo. Freue mich, dass Sie alle da sind. Entschuldigen Sie bitte, dass ich die Schriftzüge in Englisch gemacht habe, aber das war der Titel, den ich bekommen habe. Deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in Englisch oder in Deutsch geht. Ich bin es mehr gewöhnt, Englisch und Niederländisch zu sprechen. Wenn ich jetzt in Deutsch stammele, bitte entschuldigen Sie das. Ich wurde gebeten, etwas darüber zu erzählen, wie wir als Entwerfer, sind ja viele Entwerfer hier unter uns, denke ich, eigentlich das Stadtklima entwerfen. Menschen sagen immer so, du kannst doch kein Klima entwerfen. Aber natürlich tun wir das. Ich werde da jetzt auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also und des Weiteren wurde ich gebeten, um auch ein bisschen zu reflektieren, wer sind jetzt die Akteure in diesem ganzen Prozess, die eigentlich partizipieren im Entwurf des Stadtklimas. Und in der Hinsicht ist der Maßstab auch sehr wichtig, da werde ich gleich auch noch dezidierter darauf eingehen. Aber erstmal möchte ich kurz was sagen dazu, warum ich eigentlich mit diesem Thema mich so viel beschäftigt habe. Das war nämlich eigentlich auch so eine Faszination und eigentlich auch so ein ganz phänomenologischer Ansatz. Also nicht so, oh, ich muss jetzt mich mal mit Stadtklima beschäftigen, weil das ist ja jetzt so ein großes Thema. Nein, ich war eigentlich immer sehr fasziniert durch diese Dynamik, die wir eben auch unbewusst generieren und die wir ja auch sehr stark fühlen. Und das habe ich auch in meinen Forschungen immer eigentlich als Anfang genommen für die ganzen mehr wissenschaftlichen Erkundungen. Also diese Faszination und dieses multisensorische und phänomenologische und genau was der Felix ja auch sagte, also diese visual-centric approaches mal zu verlassen in unserem Fachgebiet Landschaftsarchitektur und sich mal auf was zu richten, was gefühlt ist, was man nicht sehen kann und vielleicht zum Teil auch diese unsichtbaren Prozesse, die uns ja extrem beeinflussen, auch mal wieder zu visualisieren und vielleicht dadurch auch etwas besser verstehbar zu machen. Okay. Aber ganz kurz, was werde ich jetzt erzählen? Also, wie erleben wir eigentlich das Stadtklima und was ist das? Also, ich mache so ganz kurzen Abriss, weil ich weiß nicht genau, wie der Stand des Wissens hier ist. Und natürlich für uns Entwerfer am interessantesten, was können wir da dran machen? Und dann auch ganz, ganz wichtig, dieser Ansatz ist auch schon öfters genannt worden, wir wissen schon sehr viele Dinge, aber wie setzen wir das jetzt um? Irgendwer hatte auch so einen schönen Begriff dafür im Deutschen, aber den weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber halt die Implementierung,
wie wird das Wissen jetzt wirklich mal auch in die Realität gebracht. Das ist also sozusagen die Reihenfolge. Aber ich will jetzt erstmal bei uns so als Menschen anfangen, wie wir Stadtklima erleben. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal in den Niederlanden öfters gewesen sind. Ich bin ja Deutsche eigentlich, aber als ich in den Niederlanden mich niedergelassen hatte, wurde ich am dritten Tag, nachdem ich da angekommen bin, von meinem Fahrrad geblasen, vom Wind. Und ich dachte, was ist das denn hier? Und im niederländischen Kontext merkte ich dann, dass und ich habe viele öffentliche Räume entworfen, die Leute haben so, ja, das sind so windige Plätze und so. Naja, und hier ist ja so ein ikonischer, der Schouwburgplein von unserem Kollegen Adrian Röse entworfen. Das ist eben auch so ein Platz, wo die Leute sich halt sehr häufig gegen den Wind so eben darüber kämpfen müssen. Also in bestimmten Kontexten ist eben der Wind in der Stadt auch ein ganz eigenes Phänomen, was seine eigene Dynamik entwickelt. Das ist hier in Deutschland, glaube ich, etwas weniger stark ausgeprägt. Da kennt man dann halt mehr die Geschichten von den Urban Heat Islands, sind ja schon in mehreren Vorträgen auch von Ignacio und so schon angesprochen worden. Da merkt man eigentlich in ganz Europa eben was davon, was ist eigentlich Stadtklima und dass sich das natürlich unterscheidet von dem Klima, ja, in den umringenden Landschaften. Dem liegt eigentlich ja, so eine Art Energiebudget zugrunde und es ist, denke ich, ganz gut, einfach mal zu wissen, wie funktioniert das überhaupt, weil die meisten Leute denken bei Stadtklima und vor allem bei diesen Urban Heat Islands immer an die Lufttemperatur. Oder wir haben eben da draußen auf dieser Terrasse gesessen und die Leute sagen, ja, hier ist bestimmt 10 Grad wärmer als woanders. Nein. Denn es ist nicht die Lufttemperatur unbedingt, die unterschiedlich ist, sondern was diesen extremen gefühlten Wärmeunterschied ausmacht, das ist die kurzwellige Strahlung, die wir von der Sonne abbekommen. Also der große Unterschied zwischen Sonne und Schatten. Diese kurzwellige Strahlung, die bekommen wir halt in der Sonne ab. Manchmal wird die auch reflektiert durch städtische Materialien und Oberflächen. Und zum Zweiten ist natürlich auch diese Energie, die hier auf das System einwirkt, die wird auch teils gespeichert und wird als langwellige Wärmestrahlung wieder abgegeben. Ich denke, dass viele Leute das schon mal gemerkt haben, wenn man so abends vor einer Mauer sitzt, die tagsüber der Sonne ausgesetzt war, dann strahlt die ja immer noch aus. Und das ist diese thermische Strahlung. Und das ist eben auch noch ein Faktor, die eben die thermische Umgebung des Menschen beeinflusst und dann natürlich auch Wind. Also Ventilation, Windchill, das sind ja alles Dinge, die eigentlich unser Temperaturgefühl auch wieder niedriger machen. Dann natürlich auch noch ein bisschen spielt mit die Luftfeuchtigkeit, aber eigentlich haben wir also eigentlich eine ganze Palette an Stellschrauben, auch als Entwerfer, wie wird praktisch diese thermische wie sagt man, das thermische Erleben des Menschen beeinflussen kann. Daneben, und das, spielt natürlich nicht nur diese physische Komponente eine Rolle, sondern Menschen haben ja auch ein Raumerleben. Ich frage jetzt mal so in die Runde, wenn Sie dieses Bild sehen, was für eine Ausstrahlung hat das jetzt auf Sie? Wie würden Sie jetzt sich so thermisch fühlen in so einer Umgebung? Regenjacke, okay. Ja. Bitte? Reingehen. Okay. Ja. Ja. Also das hier sind, gut, das sind jetzt auch so kleine Fontänen, aber dieses Ding, das ist von Richard Meyer das große Rathaus in Den Haag und das wird auch genannt Het Eispaleis, also der Eispalast. Und
Naja, das generiert auch so eine kühlere Atmosphäre. Und ich habe eben auch in Feldforschung auf verschiedenen Stadtplätzen eben auch die Auswirkungen dieser gebauten Umgebung, die Materialität und wie Menschen das wahrnehmen, eben auch mitgenommen. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur mit Messgeräten da rumläuft und sagt, so, Strahlung ist so und so hoch und Temperatur so und so, sondern auch wie die Leute das eben mehr von einer subjektiven oder phänomenologischen Seite her erleben. Jetzt tut das wieder. Das ist ja toll. also soweit erstmal so zum Menschen als Zentrum meiner Betrachtung. Tiere wären natürlich auch interessant. Es gibt auch Kollegen, die haben schon solche Messungen und so weiter gemacht mit Tigern, Elefanten und so in Zoos. Kann man sicherlich auch mit anderen Tieren machen. Aber gut, jetzt erstmal allgemein, wie funktioniert so dieses Stadtklima? Also jetzt wirklich so ganz for Dummies und Crashkurs. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben es ja mit diesen verschiedenen Strahlungsarten zu tun, also direkte Sonnenstrahlung, die auf das System Stadt einwirkt und die eben auch absorbiert wird. Die wird tagsüber zum Teil natürlich auch wieder ausgestrahlt. Aber gerade in der Nacht nimmt eben diese Wärmestrahlung eigentlich das Regime über und übernimmt das, ich rede wieder niederländisch, aber egal, übernimmt das. Und diese langwellige Strahlung, die sorgt eben für diesen Urban Heat Island Effekt. Und was da ganz wichtig ist, zu verstehen ist, dass natürlich eine Stadt eigentlich aus vielen Gebäuden besteht, die dieses Ausstrahlen dieser Wärmestrahlung eigentlich verhindert. Wenn man sich jetzt vorstellt, also man legt sich jetzt mal so auf den Rücken hier draußen auf so eine Wiese in der Landschaft, dann kann man ja eigentlich, dann sieht man ja den Himmel im Gänze und in alle Richtungen kann eigentlich Strahlung auch wieder Ausstrahlung strahlen. Deswegen kühlen diese Gebiete auch viel schneller ab. Hier in der Stadt ist natürlich dieser Skyview-Faktor total eingeengt. Dadurch wird diese Strahlung eigentlich in der Stadt mehr oder weniger viel länger festgehalten. Was dann auch eine große Rolle spielt, ist eben die Materialität der Stadt. Wir sehen nicht nur, dass Licht und Schatten hier zum Beispiel eine Rolle spielen, sondern eben auch die Materialien, hier diese steinigen Oberflächen, die sind zum Beispiel viel wärmer als hier pflanzliche Oberflächen. Oder man sieht das auch in diesen Infrarotbildern von Städten häufig. Hier kann man schön alle Straßen sehen. Die haben halt einfach einen ganz anderen Wärmehaushalt als jetzt zum Beispiel der Fluss oder vor allem hier diese Flutwiesen. Und wie der Ignazio ja heute Morgen auch schon dargestellt hat, die Stadt ist eben nicht ein großes Urban Heat Island, sondern es ist eigentlich ein Archipel, kann man sagen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse, wie sich die Wärme darstellt. Natürlich hier in diesen dicht bebauten zentralen Gebieten haben wir viel mehr diese städtischen Heat Island-Effekte als jetzt in Parks oder umringenden Gebieten. Interessant sind auch hier Wassergebiete, die nämlich eigentlich eine ziemlich auch hohe spezifische Wärme haben. Jedenfalls ist das so ein interessanter Mix von sehr, sehr unterschiedlichen Mikroklimas. Naja, anderes Ding neben der thermischen Komponente ist natürlich Wind, habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Diese Dynamik ist eben sehr interessant, wie sich Wind auch bei Gebäuden verhält. Ich nehme immer gern dieses Beispiel, das ist schon total alt, aber das ist so eine schöne Visualisierung von diesen Verwirbelungen hier. Also rund um Gebäude entstehen total interessante Strukturen von Gebieten, wo höhere Windgeschwindigkeiten und auch sehr niedrige Windgeschwindigkeiten entstehen. Und das sieht man eben auch in verschiedenen Gebäudeclustern entstehen da praktisch verschiedene Regimes. Also man sieht eigentlich bei allen Gebäuden immer so Corner Streams, die da durch Verengung entstehen. Da sind höhere Windgeschwindigkeiten. Dann haben Gebäude dahinter eigentlich immer so ein
Lehseite, sagt man das? Ja? Halt weniger Windgeschwindigkeiten. Und je nachdem, wie diese Gebäude jetzt zueinander konfiguriert sind, entstehen da eben auch ganz spezifische Muster. Wenn wir jetzt auf einen größeren Maßstab gehen, können wir jetzt aus dem, was wir eben schon mal gehört haben, über die verschiedenen Wärmeinseln und vielleicht auch Kühlinseln in der Stadt natürlich auch nachdenken, wie kann man jetzt Flurwinde generieren. Da hatte der Ignazio heute Morgen auch schon ein Bild. Wenn wir jetzt zum Beispiel dicht bebaute Gebiete haben und daneben sehr offene, große, freie Gebiete, dann entstehen da Flurwinde. Und die kann man natürlich auch nutzen als Ventilationsachsen. Was hier zum Beispiel in Süddeutschland sehr interessant auch ist, sind natürlich diese Hangwindsysteme, die zum Beispiel in Stuttgart ja auch sehr gut genutzt werden, um die Stadt zu ventilieren. Es entstehen in solchen Hanglagen tagsüber durch langsame Aufwärmung Thermiken, die halt eine Talaufwärtsbewegung von Luftströmen bewirken, und das kehrt sich nachts um, weil hier sehr schnell ausstrahlt und diese Gebiete schneller abkühlen, und dann entsteht halt irgendwann ein talwärts strömender, langsam strömender Luftstrom, der kühl ist. Und das ist natürlich auch interessant. So, was können wir jetzt tun am Stadtklima? Ich denke, das ist schon relativ evident geworden. Alles, was ich eben gesagt habe, hatte ja eigentlich auch stadtplanerische Implikationen. Diese Lösungsideen sind jetzt eigentlich auch so ein bisschen nach Maßstab schon geordnet. Und wenn man über den Maßstab spricht, dann spricht man eigentlich auch schon über die Akteure. Also wenn wir jetzt auf Stadtplanungsmaßstab denken und da sind viele Eingriffe nötig, dann kann man eben nicht nur sagen, ach, wir machen das alles bottom-up und jeder kann da irgendwas beitragen, sondern da muss man eben auch manchmal auf großem Maßstab eingreifen. Und da sind die Akteure halt doch eher die Städten oder Kreise oder Regionalverbände. Wenn es aber um diese kleinteiligen Eingriffe geht, dann kann man eigentlich sagen, dass sich auch sehr viele Dinge aufaddieren. Also, dass praktisch alle kleinen Eingriffe zusammentun zu einer großmaßstäblicheren Verbesserung der Zustände. Aber fangen wir erstmal auf einen großen Maßstab an. Wir haben zum Beispiel auch Forschung gemacht, wie nutzen Leute jetzt in solchen warmen Zeiten verschiedene Außenräume in der Stadt und welche präferieren sie eigentlich? Also wir dachten immer so, ja, die wollen alle ins Schwimmbad gehen oder halt ans Wasser. Aber das hat sich gezeigt, dass das nicht so ist. Die Leute präferieren doch eigentlich Grünräume mehr und häufig auch welche mit relativ viel Schatten, aber deswegen, es ist eben halt wichtig, dass man wirklich ausreichend innerhalb, aber auch außerhalb der Stadt in guter Erreichbarkeit eben grüne und blaue Räume bereitstellt, und sowas kann man natürlich ja vor allem auf großmaßstäblicheren Niveau, was vielleicht nicht nur in einer Stadt, sondern auch in einer Art Regionalverband passieren muss. Dann zum Thema Ventilation, also Kaltluftströme zum Beispiel. Ja, da muss man immer darauf aufpassen, dass Kaltluftströme eben von den Hügeln runter auch wirklich in die Stadt kommen können und dass die nicht zugestellt werden mit Gebäuden oder, und das ist auch ganz wichtig, nicht mit Grün. Weil wir haben nämlich gestern gehört, immer so, Grün ist ja immer gut, jeder Baum ist gut. Nein, der Baum muss an der richtigen Stelle stehen. Und wenn er jetzt hier steht, dann wird ein Wald oder große Buschräume würden hier auch die Ventilation behindern. Also man muss wirklich vernünftig darüber nachdenken, wo man das Grün anbringt.
Oder so zum Beispiel ist es eben auch schlauer, wenn man Hügel in der Stadt hat, dass man die eben nur teilweise mit Bäumen bepflanzt, sondern dass da eben auch freie Flächen sind, wo diese nächtliche Strahlung ausstrahlen kann. Und das ist viel effektiver, als wenn man jetzt halt unten in den Tallagen Grün hat, weil also zur Kühlung der Stadt trägt sowas nicht bei. Man muss auch immer gut darauf achten, halt, dass man diese Übergänge zwischen Stadt und offener Landschaft eben auch nicht total zubaut mit Grün, mit Deichen oder anderen Hindernissen. Eine andere Sache ist auch die, man muss gut darüber nachdenken, wie man eigentlich die Strahlungsbilanz zum Beispiel in solchen Innenhöfen Form geben will. Wir denken immer so, ja, mach das grün, schön viel Bäume und so, ne, schön viel Schatten, ist cool, ist kühl. Aber die Wärme wird sich da akkumulieren. Und wenn das jetzt eben Wohnbebauung ist, dann haben die Leute da nachts vielleicht im Endeffekt einen größeren Heat Island, weil sich eben unter den Bäumen die Wärme sammelt. Wenn man das aber jetzt eine eher offene grüne Fläche macht, dann wird dieser Effekt weniger eintreten, weil halt hier auch ausstrahlen kann. Ich würde sagen, bei einer Wohnbebauung würde ich das vielleicht eher so entwerfen. Bei zum Beispiel Büros würde ich das eher so entwerfen, weil hier können die Leute tagsüber natürlich den Schatten genießen. Das ist jetzt vom Maßstab natürlich schon was, was auch wirklich Gebäudeeigentümer und so beeinflussen können. Wind ist natürlich auch ein Thema, was auf so einem mittelgroßen Maßstab beeinflusst werden kann. Zum Beispiel in windgefährdeten Gebieten sollte man darauf achten, dass Straßen immer so ein bisschen auch um die Ecken gehen und nicht so lange Windkanäle werden. Man muss darauf achten, dass auf einem kleineren Maßstab bei großen Gebäuden, dass da nicht diese Downstreams entstehen, die mich vom Fahrrad geschmissen haben. Dass man in Straßenräumen auch sehr gut darüber nachdenkt, wie man jetzt Straßenbäume anbringt, dass man da zum Beispiel sehr gut guckt, wo ist Verschattung, wo ist die größte Aufwärmung, auch wo haben wir die Infrastruktur, das ist ja auch immer so ein Ding, Straßenbäume und Infrastruktur. Ebenfalls auf einem mittelgroßen Maßstab. In Parks sollte man darauf achten, dass man sehr viel Diversität anbringt an Mikroklimaten. Wir haben hier mal an verschiedenen Tagen einmal so einen Tag vielleicht wie jetzt und einem Tag so einen echten Hitzewellentag geguckt, wo die Leute sich aufhalten und man sieht, dass sich hier viel mehr Leute eben in sonnigen Gebieten aufhalten und hier hatte sich alles in den Schatten oder teilweise nach drinnen verschoben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man in den Parks versucht, ganz verschiedene Raumzustände bereitzustellen. Und dann jetzt wirklich auf dem Mikromaßstab, und das sind natürlich Dinge, ja, da kann eigentlich jeder Bürger was dran machen, dass man versucht, eben verschattete Gebiete zu kreieren, entweder mit festen Gegenständen oder eben auch mit solchen flexiblen Lösungen. Was zur Verschattung noch besser beiträgt, oder nein, nicht zur Verschattung, sondern zur Abkühlung der Umgebung, sind natürlich pflanzliche Verschattungselemente, weil Pflanzen haben ja auch Evapotranspiration. Das sagt, denke ich, den Landschaftsarchitekten was. Ne? Und diese Evapotranspiration, die bewirkt ja auch eigentlich, dass die Lufttemperatur eben nicht ansteigen kann. Also grüne Elemente sind eigentlich viel besser und zum Beispiel in Gärten finde ich auch immer interessant, darüber nachzudenken, weil die Leute sagen, ja, ich will im Sommer will ich Schatten, aber im Winter natürlich nicht. Dann kann man vielleicht mal über solche großblättrigen Pflanzen nachdenken, die dann eben im Winter ganz einziehen und da hat man keine Verschattung mehr. Was auch sehr effektiv ist, um die Lufttemperatur in Zaum zu halten, sind natürlich alle Arten von Wasser, sag ich mal, Vernebelungselementen. Das heißt, nicht Wasser als Bäche
oder Weiher oder dergleichen. Das bringt nämlich eigentlich nichts. Aber das Wasser muss wirklich richtig gut vernebelt werden. Und dann, das sieht man inzwischen auch immer mehr bei solchen Kaffeeterrassen, wird dann eben die Lufttemperatur doch sehr stark beeinflusst. Auch kleiner Maßstab kann man natürlich auch mit Windblockieren so allerhand erreichen. Zum Beispiel auch mit sehr kunstvollen Elementen, so wie hier an der Küste in Vlissingen oder auch wirklich auf so einem Mikro-Mikro-Niveau. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wie man eben ganz effektiv, sage ich mal, die physischen Dinge beeinflussen kann. Und daneben muss man eben auch wirklich gut dann darüber nachdenken, wie man auch so die Raumpsychologie beeinflussen kann. Also dass man nicht nur so riesige offene Plätze macht, sondern immer solche, ich sag mal so Comfort Islands für die Leute eben auch bietet, dass man über die Farblichkeit nachdenkt, der umgebenden Bebauung oder auch der landschaftsarchitektonischen Eingriffe. Und da gehört natürlich auch immer die Bodenoberfläche dazu. Und auch so, ja, die Materialität. Also einfach auch diese psychologischen Aspekte, die Raumerlebnisaspekte mitnehmen. Ups, last but not least. Wie können wir das jetzt implementieren? Ich denke, dass es erstmal ganz wichtig ist, genug Bewusstsein zu generieren, also dass Leute eine Aufmerksamkeit haben, dass da vielleicht ein Problem ist und natürlich auch zu den Lösungen. Was immer sehr gut funktioniert, sind die Medien, die Leute darauf aufmerksam machen, was so abgeht. Man kann das aber auch, sag ich mal, weniger top-down, sondern eben auch viel mehr mit den Leuten selbst machen, zum Beispiel durch so allerhand Events, wo Leute eben informiert werden, wo sie vielleicht irgendwie ein bisschen rumprobieren können oder was wir als Landschaftsarchitekten natürlich auch oft gut können, ist eigentlich Inspirierung bieten, also die Repräsentation möglicher Lösungsbeispiele, also ich sag mal, dieses Skizzieren von, ja, wie können wir jetzt eigentlich unsere Umwelt halt so generieren, dass Leute dadurch inspiriert werden. Dann sage ich mal eine Stufe höher, Education und also Professionals und Studenten wirklich gut ausbilden, in Lifelong Learning auch mit den Professionals versuchen, immer weiter diese Kenntnis auch direkt in die Tat umzusetzen und nicht nur eben durch Webinars, sondern einfach Learning by Doing. Da spielen die lokalen Communities auch eine große Rolle, dass man mit denen ins Gespräch geht. Man kann natürlich auch virtuelle Möglichkeiten nutzen. Wir haben hier zum Beispiel mal ein Smartphone-App entwickelt, was Leuten hilft, so wie, was sind jetzt die Stadtklimaprobleme und genau wo und welche Art Eingriffe kann ich eigentlich machen, entweder als Privateigentümer oder eben auch als jemand von der Stadt oder Gemeinde. Public Debate ist ganz wichtig, also dass man versucht, diese Themen immer weiter auch auszubreiten mit den Bürgern und dass da auch die Leute ihre Ideen ventilieren können. Und wichtig ist natürlich auch immer noch weiteren Schritt, dass es Geld gibt, also Fördermittel müssen auch immer generiert werden. Es gibt in Niederlanden, jetzt in der Stadt Arnhem zum Beispiel, einen Fördertopf für Heat Island, wie sagt man das, um da was gegen zu machen. Und natürlich auch wichtig, wirklich Pilotprojekte zu implementieren und die den Leuten näher zu bringen oder das vielleicht auch auf so eine ganz lockere Art und Weise zu machen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten Stadtklimabaum der Erde gepflanzt und eingeweiht. Da ist dann durch Künstler so ein Ring um den Baum gemacht worden. Dann wurde das hier vom Stadtrat enthüllt und so. Also einfach mit solchen spielerischen Aktionen Leute auch
sehen zu lassen, hey, eigentlich jeder Baum, den du pflanzt, der hat eben doch einen Impact. Naja, mit diesem etwas festlicheren Bild will ich eigentlich schließen. Falls sich noch jemand interessiert, für was wir sonst noch machen, wir haben eine Website, da könnt ihr ja auch mal gucken. Danke für die Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Dann würde ich euch beide nochmal nach vorne bitten. Vielleicht machen wir uns hier ein bisschen Platz. Zwei sehr spannende Vorträge. Wir haben jetzt breit aufgefächert. Ich würde dann auch gleich mal ans Publikum übergeben und fragen, ob es schon irgendwelche Kommentare gibt oder Fragen an die. Ja, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Vorträge. Und ich habe eine Frage an die letzte Referentin. Es ging ja bei dem Panel um Partizipation. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie fand bei Ihnen sozusagen eigentlich Partizipation statt in den Beispielen, die Sie gezeigt haben? Also der Wind war ein Akteur, aber er war irgendwo ein Symptom oder sein Verhalten war ein Symptom, habe ich so das Gefühl gehabt, das gesteuert werden muss und mit dem vielleicht nicht unbedingt partizipatives Verhältnis versucht wurde herzustellen. Und das ist meine Frage. Ich glaube, da gab es sehr starke Differenzen auch zwischen den Vorträgen. Eben beim Felix Remt, da war ja die Partizipation ganz stark. Und bei Ihnen hat es mir so ein bisschen gefehlt. Und da würde mich interessieren, was für einen Partizipationsbegriff Sie eigentlich haben. Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich auch ein bisschen daran gehalten, was mir vorgegeben wurde und naja, ich dachte auch, okay, Partizipation, ja, also wo wir viel Partizipation zum Beispiel machen, ist, dass wir eben mit Städten und Gemeinden oder Bürgerinitiativen zusammenarbeiten und die Leute eigentlich in unseren Entwurfsprozess mit einbinden, ne? Und in der Hinsicht wird da schon auch viel partizipiert. Ansonsten ist Partizipation sicher, was Stadtklima betrifft, ja auch sehr breit fassbar, dass man sagt, es sind Akteure, der Wind, die Temperatur sind Akteure, genauso wie halt die natürlichen Prozesse bei den anderen Kollegen zum Beispiel. Was ich aber wichtig finde, ist, dass da erstmal auch so ein Basisverständnis ist. Also, dass Leute über diese gefühlte phänomenologische Basis hinaus so ein bisschen kapieren, was passiert da eigentlich. Und dann, darum fand ich das Awareness-Raising, ne, in meinem letzten Teil auch wichtig, dass Menschen überhaupt erstmal so ein bisschen verstehen, worum geht's und darauf basierend dann eben auch weiter partizipieren können. Weil wenn ich nicht weiß, worum es geht, ist es auch ein bisschen schwierig. Ne? Aber ich teile durchaus ihre Sichtweise. Aber vielen Dank für eure Vorträge, die sich in einer für mich aus den gestrigen Vorträgen heraus betrachtet, interessanten Art und Weise ergänzt haben, weil sie diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eure von euch bearbeiteten Phänomene aufgemacht haben. Also, und ich habe eine Gemeinsamkeit gefunden in dem, wie gibt man eigentlich Akteuren eine Stimme? Das hast du am stärksten herausgearbeitet, Felix, in diesem, wie gibt man einem Biber eine Stimme eigentlich letzten Endes. Das kommt in einer App raus, wo Leute selber irgendwo etwas feststellen können oder in dem Implementieren von Vorschlägen mit Bürgern in einer informellen Siedlung. Gestern kam dann die Frage auf, wer hat eigentlich die Deutungshoheit? Und da wäre jetzt eine Frage an dich, Felix, direkt. In dem Biber-Projekt, das du vorgestellt hattest, wo aus einer anderen Region, wo in Kanada, glaube ich, auch mit Bibern irgendwo gearbeitet wird, wo ich mir die Frage einfach gestellt habe, am Ende, wenn ich Biber instrumentalisiere, und das sage ich jetzt mal bewusst polemisch,
hat dann nicht doch schon wieder der Mensch die Deutungshoheit, indem man den Biber lenkt und sagt, hier baust du nicht, hier vergräme ich dich und an der anderen Stelle, da locke ich dich mit wohllautenden Biberrufen und lass dich hier bauen. Also wo ist dann diese Gleichberechtigung, die du ja vorher eigentlich eingefordert hast? Nee. Mhm. Ja. Also da würde ich mich sozusagen sehr auf den Biber verlassen, dass der schon eigene Ideen entwickelt. Und das ist ja genau dieses Spiel. Also ein partizipativer Prozess ist ja nie, dass man dem anderen sagt, hey, besser hier oder da besser nicht oder so, sondern dass man halt miteinander irgendwie in einen Austausch geht. Und das Interessante ist, der Entwurf dort ist ja einer, das ist nicht der Entwurf einer umgestalteten Isar-Auenlandschaft oder sowas, sondern es ist das Design eines Prozesses. Und es soll ja aber genau nicht der Fall sein, dass man sagt, jetzt lassen wir das einfach mal laufen oder so, sondern das ist eben diese Zwischenposition oder diese dritte Position oder so, wo man sagt, nee, wir haben hier beide was zu sagen und wir können hier halt irgendwie miteinander umgehen. Und wenn der sagt, dann baut er da hinten, ja, dann müssen wir halt überlegen, ja, geht das jetzt oder nicht? Und dann sagt er, nee, aber er will nicht, dass wir hier die Bäume pflanzen oder die müssen jetzt halt da weg. Oder dann muss man irgendwie in die Auseinandersetzung so. Und die wollten wir quasi in den Vordergrund stellen, diese Auseinandersetzung und gucken, wie weit kann man da eigentlich gehen. So. Und ich finde, die sind extrem weit gekommen, also weit als wir das uns jemals irgendwie hätten ausdenken können. So, ja. Genau. Aber mein anderes Beispiel war ja das mit den Bäumen. Und das ist, glaube ich, eine bisschen schwierigere Sache, wenn man da in eine Auseinandersetzung gehen will. Ich wollte trotzdem dazu anmerken, was Partizipation angeht. Da kommt man dann ganz schnell in die Frage, ja, wie bindet man jetzt Leute damit ein? Ich selber würde sagen, dass Bäume und Pflanzen grundsätzlich wirklich hervorragende Expertisen haben, sich über das lokale Klima zu äußern. Und ich würde da ansetzen und sagen, da geht die Partizipation schon los, wenn man das denn zulässt, dass quasi diese Kommunikation tatsächlich stattfindet. So, und ich finde dieses Beispiel mit den Miniermotten so toll, weil das haben Sie sicher alle mitbekommen, dass da eine unglaubliche Mobilisierung stattgefunden hat, dass Menschen, Kindergärten und so weiter angefangen haben, das Laub wegzuräumen, um den Kastanien irgendwie zu helfen und so. Das lief einfach so, da ist nicht eine große Initiative der Stadt oder des Gartenbauamtes oder so gewesen. Manchmal, wenn man die richtige Kommunikation ermöglicht, dann entsteht da Zusammenarbeit, Auseinandersetzung miteinander und neue Bezugsweisen. So. Genau. Also wir hatten ja auch das Stichwort Deutungshoheit, ne? Und das finde ich halt, egal ob das jetzt, sage ich mal, um Dynamiken von Tieren geht oder Pflanzen. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass Pflanzen auch miteinander kommunizieren und dass also wir können uns gar nicht vorstellen, wie intelligent Pflanzen sind. Aber ich denke mal, oder ob es dann um abiotische Prozesse eben wie Stadtklima geht, das sind alles Akteure und die irgendwie partizipieren. Aber ich denke mir mal, ja, eigentlich müssen wir doch ehrlich sein und können eben nur aus unserer beschränkten Warte als Menschen, unserem Framing gucken und eigentlich uns doch dazu bekennen, dass wir eben gar nicht anders können, als anthropozentrisch zu sein. Weil wir können zwar versuchen zu verstehen, wie der Biber das macht, aber wir haben ja nur unsere eigene Sichtweise. Wir können ja noch nicht mal gucken, wie der Biber oder wie die Biene, weil die haben ja ganz andere Spektren und so, ne? Also ist immer, ich finde das sehr schwierig so. Ja, du musst mal den Beaver Experience Suit ausprobieren. Der bringt einen da relativ weit. Ja, okay, leider. Da hinten gibt es eine Frage. Bitte eine Frage an die letzte Referentin. Wählen Sie auch die Baumarten aus oder macht es dann das zuständige Gartenamt? Und wenn Sie auswählen würden, nach welchen Kriterien wählen Sie die Bäume aus? Sie haben so neutral immer gesagt, hier ein Baum, hier ein Busch, hier grün. Gehen Sie tiefer rein in die Botanik? Teils. Also ich meine, wir wissen natürlich, dass es auch Baumarten oder Pflanzenarten gibt, die jetzt besser angepasst sind
und der Herr Kühn hat sich da ja auch viel mit beschäftigt, eben an Klimawandel. Also wir versuchen das schon mitzunehmen, aber ich komme von der Uni, ne? Also wir machen jetzt keine Planungen, die direkt implementiert werden, ne? Also das muss ich dazu sagen. Wir versuchen das unseren Studenten mitzugeben, bis zu einem bestimmten Level, aber das kommt ja nicht so direkt zur Ausführung in der Regel. Also mit Kommunen arbeiten Sie gar nicht direkt schon, zusammen? Schon. Aber eigentlich mehr in der Richtung, also dass wir versuchen, die zu inspirieren und dass wir sie eben mitnehmen. Und dann ist es schon partizipativ. Also wir treffen uns da immer mit Bürgerpanels oder mit Leuten von den Städten und so weiter. Und die können natürlich auf unsere Entwürfe reagieren. Aber es gelangt nicht zur Ausführungsplanung oder so, ne? Das macht man eben dann doch eher im Planungsbüro. Ich hätte noch mal eine Frage in Bezug eigentlich an alle drei Beiträge, in Bezug auf das Anthropozän, was ja auch besagt, dass wir die Menschenzentriertheit aufgeben. Wenn wir jetzt über Partizipation menschlicher und nichtmenschlicher Akteure nachdenken, und ich finde, dafür stehen alle drei Beiträge, und mit gewisser Unbestimmtheit auch umgehen, welche Arten von Koexistenzen erzeugen wir denn? Also für wen organisieren wir diesen Wissensaustausch und vielleicht auch das Voneinanderlernen menschlicher und nichtmenschlicher Akteure? Ja, naja, ich habe mich ja eben schon ein bisschen dazu geäußert, glaube ich. Also eben, dass ich so meine Zweifel habe, dass wir als Menschen wirklich sagen können, das ist jetzt besser für diese Tiere oder für jene Pflanzen und so weiter. Und Koexistenz können wir also aus meiner Sicht deswegen eigentlich auch leider nur so ein bisschen aus unserer eigenen anthropozentrischen Warte aus beurteilen. Also es klingt vielleicht wenig ermutigend, aber andererseits ist es ja auch so, dass viele Umgebungen, die für den Menschen gut sind, ja auch häufig für andere Spezies gut sein können. Und wenn wir uns versuchen, in die Richtung zu orientieren, kann man ja vielleicht doch was machen. Ich würde gerne noch darauf reagieren, auch was du gerade sagst. Ich würde dir gern widersprechen ein bisschen, weil wir haben uns jahrhundertelang angemaßt, als kultivierende Menschen zu wissen, was gut ist für Natur und da für Tier und Pflanze. Hätten wir uns nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, hätten wir diese Kulturtechniken überhaupt nie entwickelt. Und insofern finde ich es jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, ich verstehe, was du meinst, ne? Dass es ein langer Weg ist zu sagen, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Das versucht schon Tucholsky, indem er irgendwie den Panther im Zoo beobachtet, wie er an seinen Stäben entlang wandert. Das ist aber eine andere Art von Versuch von Empathie für irgendetwas. Aber sich da zu entziehen plötzlich und zu sagen, also mir geht es sehr ähnlich und ich verstehe diese Zweifel und gleichzeitig denke ich mir, die Anmaßung, die wir bisher hatten, die legen wir jetzt plötzlich vornehmen ab und tun so, als ob wir damit gar nicht in Berührung kämen. Ich glaube, es wurde jetzt viel Bruno Latour zitiert und es gibt da so einen Punkt, den ich jetzt an der Stelle super passend finde, und zwar diese Vorstellung, dass wir das nicht können, uns da wirklich reinzuversetzen, ja, dass wir quasi diese anthropozentrische Perspektive nicht ablegen können oder sowas, die ist interessanterweise oft damit verknüpft, dass man dann plötzlich sagt, ja, aber jeder kann doch gar nicht aus sich selber raus oder so. Ja. Das gilt aber nicht wirklich für unsere Vorstellung davon, was die Wissenschaft tatsächlich kann oder tut, weil da kann man scheinbar doch irgendwie aus sich selber raus. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wir in der Moderne und so, wir wissen doch, wie das alles zusammenhängt oder so. Ja. Man könnte aber vielleicht auch meinen, nee, wir können uns alle super reinversetzen. Ja. Wenn wir anschauen, wie Kinder spielen und wenn ich mir anschaue, wie Menschen mit ihren Hunden reden oder wie sie für Bäume kämpfen oder was weiß ich was, da ist ganz viel möglich, was wir, glaube ich, so ein bisschen aus unserem
wissenschaftlichen Habitus, den wir auch haben, wenn wir jetzt hier so miteinander sitzen, dann irgendwie so raushalten wollen, den reinigen wir wieder. Ja? Und Latour ist eben bekannt auch für dieses Buch, wir sind nie modern gewesen, und das ist eine ganz einfache These. Ja? Wir sagen ja, da gab es diese Moderne und dann gibt es ja die Postmoderne, wo jetzt alle, also wir sind nicht mehr die Wilden, die da früher dann so mit Totemtieren und so, nein, wir sind nie modern gewesen, wir sind sie immer noch, wir sind genau das, wir haben das nicht rausgereinigt aus unserem Alltag und aus unseren Alltagspraktiken und Bezugsweisen, sondern das ist fundamentaler und existenzieller Teil unseres Zusammenlebens mit allen möglichen Entitäten hier. Aber die Infrastrukturen, die uns jetzt umgeben, die sind aus dieser anderen Perspektive heraus entwickelt worden und verhindern da natürlich auch wahnsinnig viel. Und das ist so ein bisschen eine Kritik an diesen Infrastrukturen, aber auch an dem Infrastrukturbegriff. Wenn wir sagen, der Baum, den können wir jetzt da irgendwie nutzen für bestimmte Effekte oder so, dann weiß ich nicht, wenn man in dieser Logik bleibt, und das war ja auch die Frage von Frau Schlössel gestern, ja, vielleicht müssen wir erstmal selber eine andere Perspektive auf diesen Baum entwickeln, bevor wir erwarten können, dass Menschen, die Menschen da draußen, die nicht wir Wissenschaftlerinnen sind, dass die das dann auch tun. So, ich glaube, es fängt bei uns an, und da muss man vielleicht in diese Krise erstmal rein und sich da auch wirklich reinwagen. Ich weiß nicht, ob die Landschaftsarchitektur wirklich in der Krise war. Vielleicht bräuchte die eine richtige Krise, ja, vielleicht. Wir sind in der Dauerkrise. Wir sind so eine kleine Profession und kämpfen ständig insofern. Und wir sind eigentlich nur auf wenige Länder beschränkt. Also in Afrika gibt es irgendwie einen Landschaftsarchitekten, in Namibia oder sowas. Also das ist noch eine ganz kleine Diskussion. Aber so ich es auch verstehe, sind es Annäherungsversuche, die du sagst, wo man seinen Biberanzug anzieht und sagt, ich versuche mich einmal den anzunähern. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich jemals wie ein Biber denken werde oder sowas, sondern es sind, glaube ich, nur diese Annäherungsversuche. Aber ich wollte jetzt noch fragen, gibt es noch irgendwas im Publikum dahin? Stichwort Krise. Wir hatten ja die große Chance der Krise vor ungefähr 10 Jahren. Da war die Antwort, wie gehen wir mit der Krise um? Wir fördern die Autoproduktion, indem wir das prämieren, wenn man ein neues Auto kauft. So ist man damit umgegangen. Und das ist genau der verkehrte Weg, weil man sich nichts vorstellen kann in unserem Paradigma, dass man aus diesem Paradigma aussteigen kann. Das Beispiel aus Kolumbien ist ja ein wunderbares Gegenbeispiel der Selbstorganisation. Da war die Ökonomie, die sogenannte, ausgeschaltet, die hat da überhaupt nicht existiert. Das war Ökonomie auf menschlicher Basis. Das, wie sagt man da, das menschliche Maß von Leopold Kohr und Schumacher, die haben das praktiziert. Aber wir sind dazu nicht in der Lage. Wir sind einfach zu blöd. Jetzt sage ich aber, es gab schon vor 150 Jahren. Hat Karl Marx den Satz geäußert, wir haben unsere Erde nur geborgt. Man kennt diesen Satz, aber das wird einem Indianerhäuptling sozusagen in den Mund gelegt, der das vielleicht auch gesagt hat. Aber Karl Marx hat es auch schon geschrieben. Es gibt ein wunderbares Buch von Alfred Schmidt geschrieben. 1962 erschienen. Ich würde mich jetzt doch dann auf Fragen beschränken. Es war nicht. Ich will es nur sagen. Ich hatte nicht um Kommentare gebeten. Genau, aber ja? Okay, alles okay, klar. Gut. Aber ich habe eh schon gesagt. Aber nachher kann ich gern mit Ihnen reden, okay, über dieses Buch. Danke. Okay, danke sehr. Aber Karl Marx ist schwer im Kommen. Mike Davis ist ja ein Nachfolger von Karl Marx, hat Planet of Slums geschrieben. Wir sind der ganzen Thematik bewusst. Es ist natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Und Sie sind natürlich darauf eingegangen, ich hatte die Politiker gezeigt, die da irgendwie andere Stadtvorstellungen haben und somit dann auch gewisse andere Bewegungen verhindern oder viel schwerer machen. Und ich glaube, da muss man, das ist die Öffentlichkeitsfrage, die auch die Sandra zum Schluss gestellt hat, wie wirkt man in die Öffentlichkeit ein, da müssen wir noch viel, viel stärker drüber nachdenken. Es gibt noch eine Frage, ja? Dankeschön. Ja, danke für die Vorträge. Ich wollte nochmal auf den Punkt der Deutungshoheit zurückkommen, der ganz am Anfang erwähnt worden ist. Und vor allem bei dir, Felix, aber auch bei Ihnen in Ihrer Arbeit, wollte ich nochmal vielleicht darauf hinweisen,
oder vielleicht auch ganz allgemein, dass es ja nicht notwendigerweise darum wieder um eine Art von Dominanz geht, von einem gewissen Ansatz oder einer gewissen Methodik. Macht man das jetzt top-down oder irgendwie bottom-up? Macht man Partizipatoren? Wie macht man die? Mit welchen Wesen? Sondern eigentlich diese Offenheit, dass auch die Grenzen irgendwie neu gepusht werden. Ja? Weil ihr ja sicher auch in eurer Arbeit und sie sicher auch diese Limitations irgendwo gesehen habt und das euch dann nochmal weitergebracht hat. Ja? Und ich wollte jetzt nochmal fragen, Sie haben es kurz in Ihrem Vortrag erwähnt, eben wo sind gewisse Planungsmaßnahmen, wo Partizipation einfach nicht funktioniert. Und auch bei dir, Felix, was waren so Momente mit deinen Studenten und Studentinnen, wo ihr irgendwie gemerkt habt, okay, jetzt irgendwie so mit Biber denken oder als Biber agieren, was waren so deren sehr vielleicht persönliche körperliche Erfahrungen, die sie oder sensorische Erfahrungen, wo sie einfach gemerkt haben, okay, hier gibt es doch schon auch eine andere Art und Weise des Daseins? Ich habe das Mikro, ich antworte dann erstmal. Ich hatte das ja ein bisschen angedeutet, es geht vor allem um die Maßstabsebene. Man kann natürlich nicht erwarten, dass wenn man auf so einem metropolitanen Niveau von einer Stadt oder einem Regionalverband oder dergleichen, dass man da was bottom-up, da können natürlich viele Bürgerinitiativen dafür plädieren, dass man was implementiert, aber da braucht es natürlich mehr, da braucht es die gesamte Politik von der Region, um, ich sag mal jetzt großmaßstäblich, Kaltschluftschneisen und dergleichen freizuhalten oder um eben großmaßstäbliche Freiräume zu sichern etc. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert, ne? Das geht Hand in Hand, meiner Meinung nach. Also da kann schon bottom-up viel angeschwängelt werden und hier Green Cities macht ja auch, also hier in München, ne, die haben wir ja gestern gesehen, die machen ja auch viel in die Richtung. Aber wenn es jetzt zu diesen ganzen kleinmaßstäblichen Dingen geht, die ich dann so im zweiten Teil der ganzen Lösungsvorschläge ja beleuchtet habe, da kann jeder was machen. Und jeder Bürger, der halt irgendwie, sage ich mal, was an der Vergrünung der Stadt beiträgt, leistet auch einen deutlichen Beitrag am Entwurf des Stadtklimas. Und deswegen, wir entwerfen das alle zusammen. Ne? Also die Partizipation ist da ganz direkt, egal ob das jetzt Professionals sind oder eben jeder Bürger mit jedem Bäumchen oder jeder Fassadenbegrünung oder so, die da implementiert wird. Okay, ich glaube, wir kommen dann zum Ende. Wir sind mit der Zeit durch, war ein lebendiges Panel. Möchte mich noch herzlich bedanken bei den Referenten und würde Ihnen noch eine kleine Geschichte auf den Weg geben. Hatte kürzlich einen Ägypter zu Besuch in Hannover, da war einer dieser schönen Tage mit 31 Grad. Wir sind über einen Platz marschiert und ich habe gejammert über die Hitze und er hat gesagt, ist doch wunderbar. Okay, vielen Dank. Kaffee gibt's draußen.